Warum putze ich denn überhaupt noch mit einer Handzahnbürste, wenn ich doch eine Schallzahnbürste besitze? Diese Frage wurde mir jetzt des Öfteren gestellt und die möchte ich in diesem Video beantworten. Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und ich möchte dir jetzt einmal meine Zahnputzroutine erklären, zumindest einen Teil davon, wie ich das also handhabe mit der Schallzahnbürste und der Handzahnbürste. Die Schallzahnbürste verwende ich normalerweise morgens und abends. Die Handzahnbürste mittags. Ich putze nämlich dreimal am Tag meine Zähne, morgens, mittags, abends und mittags verwende ich eigentlich immer die Handzahnbürste. Und wenn du noch mehr Infos zum Thema Zahnpflege haben möchtest und endlich keine Probleme mehr mit deinen Zähnen und deinem Zahnfleisch haben möchtest, ich habe ein Coaching entwickelt, das Zahncoaching. Dort lernst du alles zum Thema Zahnpflege, wie du Karies in den Griff bekommen kannst, auch wie du Zahnfleischentzündung und Parodontitis endlich in den Griff bekommen kannst und es loswerden kannst. Oder falls du noch nichts hast, lernst du natürlich auch, wie man es vorbeugen kann, wie man es verhindern kann, damit man solche Probleme gar nicht erst bekommt. All das lernst du in dem Zahncoaching. Und für mehr Infos schau gerne nach unter www.zahncoaching.de. Dort bekommst du weitere Details zu dem Coaching. Handzahnbürsten reinigen im Vergleich zu elektrischen Zahnbürsten ja einen Tick schlechter, zumindest in der gleichen Zeit. Also wenn man sich 2 Minuten die Zähne putzt oder 4 Minuten oder wie lange auch immer, aber beide in der gleichen Zeit benutzt, dann hat man am Ende mit der Schallzahnbürste in diesen 4 Minuten ein besseres Ergebnis als mit der Handzahnbürste in 4 Minuten. Weil die elektrische Zahnbürste, also die Schallzahnbürste, in dem Fall natürlich viel mehr Bewegungen ausführt. So viele Bewegungen, wie die Schallzahnbürste macht, bekommt man mit der Handzahnbürste niemals hin. Das heißt, man bekommt natürlich in der gleichen Zeit ein gründlicheres Ergebnis mit einer elektrischen Zahnbürste. Dennoch kann man auch mit einer Handzahnbürste ein sehr gutes Ergebnis erreichen. Das kommt natürlich darauf an, welche Handzahnbürste man verwendet. Es muss schon eine gute sein, die auch gründlich reinigt. Ich persönlich verwende die Curaprox 5460 Ultrasoft, weil diese Zahnbürste sehr gründlich reinigt. Ich habe schon viele Handzahnbürsten getestet und es ist für mich nach wie vor diejenige, die am gründlichsten reinigt. Und das liegt eben vor allem daran, dass sie so eine hohe Borstendichte hat. Also sie hat sehr viele Borsten pro Quadratmillimeter und eben auf diesem Bürstenkopf sind 5460 Borsten. Deswegen heißt sie auch 5460. Also es sind einfach sehr viele Borsten. Es ist eine ganz hohe Borstendichte und dadurch reinigt sie auch einfach sehr gründlich. Bei anderen Zahnbürsten hat man das manchmal so, dass man draufschaut und da gar nicht so viele Borsten drauf sind. Da sind ziemlich viele Lücken dazwischen und die Borstendichte ist sehr gering und solche Zahnbürsten reinigen dann eben auch etwas schlechter als mit einer hohen Borstendichte. Darum verwende ich diese so gerne. Mit dieser Handzahnbürste bekomme ich eben auch ein sehr gutes Ergebnis hin. Wenn ich damit putze, sind meine Zähne hinterher auch gründlich sauber. Selbst mit dieser Handzahnbürste brauche ich trotzdem noch ein bisschen länger, als wenn ich mit der Schallzahnbürste putze. Also wenn es mal schnell gehen muss und ich nicht so viel Zeit zum Zähneputzen habe, was eigentlich nicht so wirklich oft vorkommt, weil ich mir doch immer die Zeit dafür nehme. Aber wenn es wirklich mal schnell gehen muss, dann greife ich zur Schallzahnbürste, weil ich weiß, hier bekomme ich in kurzer Zeit eben ein gründlicheres Ergebnis und hiermit muss ich einen Tick länger putzen. Nun habe ich ja immer noch nicht die Frage beantwortet, warum ich nicht nur mit der Schallzahnbürste putze. Ich könnte ja auch jedes Mal mit der Schallzahnbürste putzen. Warum nehme ich überhaupt noch eine Handzahnbürste? Ich mag die Handzahnbürste einfach gerne, weil man damit nochmal ein anderes Gefühl hat. Man führt die Putzbewegung ja noch selber aus im Vergleich zu der Schallzahnbürste, wo man nur noch draufhält, dort, wo sie putzen soll. Und die Bewegung selbst führt die Schallzahnbürste ja selber aus und ich muss keine Putzbewegung mehr machen. Das heißt, man hat einfach mit der Handzahnbürste nochmal ein anderes Gefühl. Was ich auch sehr gerne mag, ist, dass ich hiermit nochmal explizit das Zahnfleisch massiere und damit auch das Zahnfleisch nochmal richtig gründlich putze. Und dadurch, dass ich hiermit auch selber noch die Putzbewegung ausführe und eben auch nicht so viele Bewegungen damit mache wie mit einer Schallzahnbürste, ist es einfach auch extrem sanft zum Zahnfleisch und damit mag ich das Ganze gerne auch massieren. Und ich weiß immer nicht, wie ich das genau beschreiben soll oder wie ich das vergleichen kann. Es ist einfach wirklich ein anderes Gefühl. Ich weiß nicht, wenn man jetzt Handwerker ist oder Künstler, vielleicht gibt es da einen Vergleich, dass man sagen kann, ja, man hat einfach, wenn man es maschinell macht, nicht so das Gefühl dafür, wie wenn man es wirklich noch per Hand ausübt. Ich weiß einfach wirklich nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist ein anderes Gefühl, mit der Handzahnbürste zu putzen, als mit einer Schallzahnbürste. Und das mag ich einfach sehr gerne. Darum putze ich einmal am Tag auf jeden Fall immer noch mit der Handzahnbürste. Hinzu kommt auch,
dass es eben davon abhängt, wie man sich ernährt. Wenn man jetzt nicht viel Zucker isst oder kurzkettige Kohlenhydrate, hat man auch gar nicht so starke, dicke, klebrige Plaque auf den Zähnen. Das heißt, ich brauche diese super gründliche Reinigung mit der Schallzahnbürste gar nicht so oft am Tag. Also einmal am Tag wäre wahrscheinlich sogar schon ausreichend, zweimal ist auf jeden Fall genug und noch ein drittes Mal diese super gründliche Reinigung brauche ich gar nicht. Deswegen mag ich es mittags einfach gerne, dann die Handzahnbürste zu benutzen und damit nochmal ein bisschen sanfter zu putzen, weil viele Belege sind da dann sowieso nicht auf den Zähnen. Und wann ich auch noch lieber eine Handzahnbürste benutze als die Schallzahnbürste, ist, wenn ich etwas Saures gegessen habe, etwas, was Erosionen an den Zähnen machen kann. Denn danach sind die Zähne ja etwas weicher und von der Säure angegriffen und auch gerade dann möchte ich meine Zähne zwar reinigen, damit die Säure auch entfernt wird von den Zähnen und nicht noch unnötig lange einwirkt. Ich warte dann etwa 30 Minuten mit dem Zähneputzen, aber wenn ich dann nach 30 Minuten nach der Säure meine Zähne putze, möchte ich das lieber ganz sanft mit einer Handzahnbürste machen, als mit einer Schallzahnbürste, die eben sehr viel Power hat. Nach Säure putze ich manchmal auch nicht mit der Ultrasoft, sondern mit der Velvet. Die ist nochmal weicher als die Ultrasoft von der gleichen Firma, von Curaprox. Die hat eben super sanfte, weiche Borsten. Es kommt drauf an, manchmal putze ich nach Säure schon mit der Ultrasoft, aber manchmal nehme ich wirklich diese ultrasanfte Variante, die Velvet, damit es eben eine noch sanftere Reinigung nach der Säure ist. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, musst du das genauso machen? Musst du auch eine Handzahnbürste und eine elektrische Zahnbürste, zum Beispiel die Schallzahnbürste, verwenden oder reicht es nur die Schallzahnbürste zu benutzen? Also, du musst nicht unbedingt beides haben. Wenn du nur eine Schallzahnbürste hast und nicht noch zusätzlich die Handzahnbürsten kaufen möchtest, dann ist das okay. Du kannst auch nur die Schallzahnbürste verwenden. Das ist eigentlich kein Problem. Gerade auch bei der Hydrosonic Pro, das ist die Schallzahnbürste, die ich hier in der Hand halte, auch von der Firma Curaprox. Die hat ja 7 verschiedene Stufen. Man kann auch eine sehr sanfte Stufe wählen und auch damit ganz sanft das Zahnfleisch massieren oder wenn man was Saures gegessen hat, eine sanfte Stufe wählen. Das geht auch. Es hat natürlich trotzdem noch mehr Power als eine Handzahnbürste, selbst die sanften Stufen, aber das geht theoretisch auch. Für mich ist es nur so, ich sehe das so ein bisschen ja wie mein Werkzeug eigentlich, also mein Hilfsmittel. Es steht mir ja zur Verfügung, darum benutze ich es auch. So habe ich immer das Passende für die jeweilige Situation und immer das Ideale, was gerade für mich in der Situation ideal ist. Das ist so ein bisschen wie ein Handwerker, der immer den passenden Schraubenzieher hat oder immer genau das passende Werkzeug. Oder auch Feinmechaniker oder wenn man am Auto schraubt. Also viele von euch kennen das. Das richtige Werkzeug zu haben, ist extrem viel wert. Und man kann mit dem richtigen Werkzeug einfach besser arbeiten, als wenn man etwas hat, was nicht ganz so gut passt, was aber irgendwie auch geht. Also man kriegt es damit schon hin und man kommt auch zum guten Ergebnis, aber ja, einfacher und besser ist es dann doch, genau das Richtige zu haben. Und so, eigentlich so ist es für mich mit den Zahnbürsten. Also ich verwende gerne das exakt Passende. Ich habe ein Coaching entwickelt, das Zahncoaching. Und für mehr Infos schau gerne nach unter www.zahncoaching.de. Dort bekommst du weitere Details zu dem Coaching. Und das war's dann jetzt auch mit diesem Video. Ich freue mich ganz sehr darüber, wenn du meinen Kanal abonnierst. Damit unterstützt du mich und meinen Kanal und damit kann ich einfach noch viel mehr Menschen erreichen und viel mehr Menschen mit meinen Videos helfen. Wenn dich interessiert, welche Zahnpflegeprodukte ich sonst noch verwende, dann schau dir jetzt dieses Video an und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann! Ciao!